sie da hinten was mit dem Mikrofon? Ja, dann können wir das gleich mal abliegen. Es geht natürlich schwerpunktmäßig also im Rahmen der Ausstellung hier um die Gladiatorenexperimente. Mit denen haben wir so etwa 1997 angefangen. Die Recherche lief natürlich schon länger. Und wie Sie hörten, vorher war das Militär unser Thema. Zunächst die Infanterie mit dem Alpenmarsch und dann die Reiterei. Dazu zeige ich Ihnen Dias und am Schluss können Sie dann auch noch, soweit die beengten Raumverhältnisse zulassen, einen kleinen Gladiatorenkampf sehen von zwei Mitgliedern meiner Gruppe, die einen Retiarius Secutor Kampf zeigen werden. Jetzt könnten wir mit dem ersten Dia anfangen. Ja, das ist der Aufbruch in Verona. Der offizielle Anlass war ja die im falschen Jahr gefeierte 2000-Jahr-Feier von Augsburg. Da hat man üblich das Jahr Null wieder mal angenommen. Es sind erst ein Jahr später, in Chur hat man es richtig gemacht, oder in Windisch. Erst ein Jahr später machen dürfen, aber wir mussten uns dem anpassen, was halt die Stadt machte. Wir haben uns damit an den Alpenfeldzug der Römer im Jahre 15 vor Christi erinnert, Drusus, Tiberius, wo auch hier durchmarschiert sind. Und wir stehen also vor dem Amphitheater von Verona und marschieren gerade los. Wir waren 8 Mann. Es sind auch alle 8 angekommen, wenn auch nur 3 wirklich jeden Meter marschiert sind. Die anderen mussten vor allem in der ersten Hälfte mal dazwischen im Park wegen Fußproblemen, Erkältung, Konditionsschwierigkeiten oder sonst was unterbrechen. Und wir hatten zum Teil auch schlechtes Wetter. Wir haben ja das möglichst realistisch alles durchgezogen. Das Gepäck, das getragen wurde, Waffen, alles zusammen, waren 45 Kilo. Und die durchschnittlichen Tagesleistungen lagen so bei etwa 627 Kilometer. Und da das die Alpen waren, ging es also nicht immer sehr eben. Und am Abend kam dann auch noch Schatzarbeit. Und jede zweite Nacht kam man mit Wache schieben dran. Nahrung wurde selber zubereitet und war im Lederzelt geschlafen.